Wir haben ja ein kleines Jubiläum zu feiern, 50 Jahre 68er, und es war damals eine turbulente Zeit. Die Älteren werden es erinnern, ich sehe hier leuchtende Augen. Ne? Damals, ne, als es hieß hier unter den Talaren, ein Sack mit 1000 Haaren oder was die da so für Zeug erzählt haben. Und es ist ja bis heute eine bedeutende Epoche. 1968, da wurde ich gezeugt. Anfang 68, Ende 68, konnte niemand genau ermitteln, denn, naja, so ein Geschlechtsverkehr damals, also so eine normale Standardorgie, wie das damals so war, die zog sich. Ne? Also da musste erstmal jeder mit jedem, dann nochmal alle nacheinander und dann nochmal alle zusammen, dann das gleiche nochmal mit Haustieren. Also das ging ja Wochen. Ne? Aber das Gute ist, damals begehrte eben die Jugend auf gegen diesen spießigen Mief und gegen die Nazis und so. Und das ist ja heute eher fast andersrum. Und rückblickend fragt man sich natürlich, warum kam das Aufbegehren so spät? Jetzt ist man natürlich klüger. Heutzutage weiß man, ja, das war eine Studentenrevolte. Da läuft natürlich nichts vor 18 Uhr. Aber immerhin, man hat sich erhoben. Und es war ja das letzte große, wirklich bemerkenswerte politische Aufbegehren unserer Epoche. Seitdem ist ja, seit 68 ist, ich meine, gut, 98 ist, Mauer war noch, aber hat ja im Osten hier kaum jemand ernsthaft interessiert, sag ich mal. Also das ging so vorüber. Und seitdem begehrt die Jugend auf, hier, deine Generation, Julius, da kommt nichts. Ja, dann eher so, wenn überhaupt Auflehnung, dann ist es so eine passive Konsumverweigerung, so, nö, will ich hier Handy, brauche ich nie, es reicht, wenn ihr mich anruft. So, ich will gar nicht, kein Auto, kein Bett, kein Stuhl, ich kann im Stehen sitzen. Also, da frage ich mich, was heißt für deine Generation Rebellion, Julius? Ja, wenn man sich halt, wenn irgendwas Mist ist oder blöd, dann reg ich mich halt drüber auf. Wenn was blöd ist, reg ich mich auf. Ja. Das ist keine Rebellion. Ich meine, okay, ich will nicht dozieren, aber Rebellion heißt, durch sachlich-kritische Analyse den Ist-Zustand als veränderungswürdig zu definieren, um im Anschluss eine Herbeiführung der Veränderung des herrschenden Status quo vermittels Ideologie und Heugabel einzuleiten, mit dem Ziel, die bestehenden gesellschaftlichen Verhältnisse nach wie vor zum Positiven zu verbessern. Punkt. So. Genau so habe ich es gemeint. Und so mache ich das auch. Klar, ich bin ein Rebell. Nein, machst du eben nicht. Du willst nichts verändern, sondern du willst rumnörgeln. Hä, das stimmt überhaupt nicht. Ich nörgle überhaupt nicht rum. Und was ist denn das die ganze Zeit hinten in der Garderobe? Irgendwie, das Essen ist nicht glutenfrei. Der Security-Mann hat mich nie reingelassen, der hat mich nie erkannt. Ich meine, wie auch eine gesichtslose Generation. So. Und das unterscheidet uns, verstehst du? Ich entdecke den Missstand und leite Maßnahmen ein. Und das ist genau der Punkt. Maßnahmen, das klingt auch so ein bisschen nach Nordkorea, ne? Das weißt du. Naja, also, wenn dir was, ich spreche die Sachen offen an, mit den Leuten direkt, ich gehe hin und sage, hier, hör auf, mich zu filmen, und dann hört er auf. Aber du sagst das ja erstmal dem Redakteur, und der kümmert sich dann darum. Wo ist denn der Ingo, der Maskenbildner? Der hat frei. Nee, du hast den wegbringen lassen. Er hat versagt. Ich meine, naja, er ist jetzt an einem besseren Ort. Was soll ich denn machen? Er hat einen Fehler gemacht. Denkst du, mir macht das Spaß? Hm?